So, Dennis, dann behängen Sie mal mit den Gedärmen. Mardi Sonst töten Gras, yeah! Zombies. Clem, du musst stark sein. Sei Wie stark. soll man denn da stark sein? Ich weiß ich es hasse nicht. Zombies, diese Filme, Serien, Bücher. Das ist alles so. Telefon. Nein! Lasst uns doch einfach in Ruhe. Lass so, uns doch spielen, einfach in Ruhe. Spiel mal weiter. Ich geh mal kurz gucken, was da los ist. Ja. Muss ich sie jetzt nochmal einschmieren? Oh. Oh je. Oh Mann. And you're missing something. I thought it was gone. Oh. Und dann aber auch immer wieder Momente der Freude, wenn wir ihr Basecap ihr wieder zurückgeben. Ja. Sie hast sie gerade verpasst. Hab ich verpasst. Scheiße. Toll, ich bin jetzt immer noch in der negativen Stimmung vom Einreiben. So, Dankeschön. Ach, da ist der Controller wieder. Danke, dass du ihn mir wieder gibst. Ja, ich will das jetzt unbedingt spielen. Warum sie immer wieder dieses Walkie-Talkie da einblenden? Das hatten sie jetzt ja mehrfach in Großaufnahmen im Vordergrund. Ja. Du siehst nicht gut aus, ja. Oder er hat einfach den Lensflare-Verwischeffekt von SimCity geklaut und hat ihn jetzt bei sich eingebaut. Oh, Gott. Das ist einfach nur abartig. Ja. Die Macher müssen doch was am Hirn haben. Irgendwie. Ja. Irgendwie das Verlangen zu flüstern. Alter, pass mal auf! Ich komm gleich nach hinten. Ich krieg's jetzt aufs Maul. Ja, Folge 40 übrigens, glaube ich. Als ob das noch eine Rolle spielt. Falls das jemand interessiert. Ich glaube nicht. Kennen wir die? Oh, klar. Nein, oder? Nein. Ist ihre Eltern? Natürlich. Ja. Es war ja wirklich. No! Oh Gott! Jetzt lass mich sie doch allein und wir können doch nicht jetzt umfallen. Ich bitte dich. Reiß dich doch mal am Riemen. Alter, kannst du doch nicht machen. Das Kind kollabiert da gleich. Please don't be dead. No. Ich will das alles nicht. Me. Ja. I was so oh, das scared. Sieht nicht gut aus. I thought you loved me. Oh, bitte lass uns dieses Kind noch irgendwie in Sicherheit bringen. Ja. Ah, komm hier, ich hab Hunger. Lee, they're dead. They really are. Na, richtig tot sind sie ja nicht, aber... Ja. You know what happened to them. We get you somewhere safe. Oh, er klingt aber auch schon sehr krank. Also ja, er sieht auch überhaupt nicht mehr gut aus. Oh, jetzt bringen sie schnell zu Omid und oh Gott. We have to get out of here as fast as we can. But we can't. Oh, die Augen. There's thousands of them outside. Guck dir mal die Augen an. Ja, das ist nicht gesund. No, that's crazy. I saved you. We're safe here. I locked us in. Ja, aber du bist hier nicht sicher vor mir. I can't. Do it. Oh Gott. Es ist so schlimm. Es ist alles so schlimm. It was only a little open when I found it. I closed it to keep us safe. Pull on three. One, two, three. Okay, drück. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist ja hier bald absehbar das Ende, wenn ihr mal ein gutes Zombie-Buch braucht. Ne? Dann kann ich von Justin Coleman Der Übergang empfehlen. Oder auch das Originalbuch von dem Sohn von Mel Brooks, wer den kennt, den Regisseur und Schauspieler. Ich weiß gerade den Vornamen nicht, aber heißt auch Brooks, B-R-O-O-K-S. Halt die Vorlage zu dem Brad Pitt-Film, der jetzt bald ins Kino kommt, World War Z. Fantastisches Buch. So, das Buch ist viel, viel besser wahrscheinlich als der Film. Wir kennen ja, ihn aber nicht. Ja, das ist ja bei den vielen Buchverfilmungen so.
Das ist ganz tolles, also auch eine, da wird die, der Outbreak sozusagen, also der Ausbruch der, der Zombie-Apokalypse auch anhand von mehreren Einzelschicksalen beschrieben. Relativ so, wie man es heutzutage aus Serien und Filmen und so kennt. Ja. Aber weltweit eben, das ist ein Inder und ein Amerikaner und ein Asiaten und ein Engländer, glaube ich, oder so. Das ist richtig gut gemacht. Also. Na, der Übergang wechselt zwischen den zwei Zeitperioden. Einmal, wo das gerade ausbricht, und einmal 100 Jahre später. Okay, das klingt auch spannend. Also seht ihr, viele gute Literatur. Sicherlich genauso emotional wie das, was wir hier gerade machen. Oh Gott, der kann sich echt kaum noch bewegen. Ja. Wie sollen sie dir jetzt noch zum anderen in der Stadt bringen? Zum Zug, also... I thought I was helping by bringing you in here. War auch völlig korrekt. War auch. Oh, you did, honey. It's awful out there. But I wanted to be up. It was hard. I don't know how you did. Wie hat sie das überhaupt gemacht? But you did. How you did it, wir wissen es nicht. Okay. Keep going. We're almost there. Oh, das wird doch alles nichts mehr. Wie soll denn das noch irgendwie was werden? Ich hab keine Der Ahnung. Ist doch schon fast tot. Oh Gott, Lee. Get up, Lee. The door is right here. Das weiß ich auch, aber er kann doch nicht mehr. Er kann doch einfach nicht mehr. Jetzt muss ich schon. Oh. Jetzt muss ich schon. Drücken auf, nur um aufzustehen. Button mashen, nur um aufzustehen. I can't. I can't. You have to. Liam, I can't move. This is it for me here. Please, oh please, try to get up! Oh nein! Sie klingt so unfassbar verzweifelt. Sie ist ja auch unfassbar verzweifelt. Sie hat gerade ihre Eltern tot gesehen und muss jetzt uns hier mal sterben zugucken. You gotta do something. Ersatzvater. Like what? You need to get out of here as soon as you can. I can't leave you. Just work on getting out, okay? Oh Gott. We'll figure it all out. Don't worry. Wie er das immer noch durchhält, so zuversichtlich zu klingen. So ein bisschen wenigstens. The way out's through there, Clem. I know. Ist hier noch irgendwas? Da ist ein Baseballschläger. There's a baseball bat under the counter, Clem. Mm. Oh, you can use that. Ich kann mir nicht vorstellen, was jetzt noch kommt. Das ist so. Der ist größer als sie. Use the bat to shatter that window, so you can reach in, okay? Okay. Watch out for broken glass. Ja, schneid dich nicht am Glas, das wäre das Schlimmste, was jetzt passieren kann. Good job. Dann sitzt noch jemand drin. Ja, na klar, die hat man doch schon gesehen. Dreh dich nicht um. Der guckt dich gleich an. Don't be afraid of him, honey. Besser. You're smart. He is it. You're smart. Der sitzt da in so einer Kiste. Don't meet you in there. Don't worry. I'm doing good. The way out's through there, Clem. I know. Ich will nicht mehr. Clem. Hä? Hocker? Hocker. Grab the chair, Clem. Mm. Use it to reach in to the lock. So, jetzt ganz, ganz vorsichtig suchen. Open it. He's trapped. This will be easy then. He's got keys. Probably to that door. And everything you'll need. Okay. There's keys and a gun. You're gonna need both of those. Naja, was soll ich jetzt machen? Ich kann den angucken. Oben kannst du noch was an. Nee, nee, da am Schrank, Regal. Regal war noch was. Nee, anderes Regal. Und das mal da nehmen. Nee, das ist. Nee, ich kann nur sie halten. Achso. Kann hier nur gut zureden. Ah, ich kann den Boden hier von meiner Handschelle. Okay, Lee. Ja, genau. Zwei Hände hat er ja nicht mehr frei. Also.
put the handcuffs on me. Attach me to this. What? Why? No matter what happens, you're safe then. I don't know. Just do it, sweetie. Make sure they're tight. I don't want to do this. You have to. It'll keep you safe. Wie denn? You only have to deal with him. Wie soll sie denn jemals zu diesem Zug kommen? Oh Gott. Ich hab solche Angst, wie sie. Ich nehme ihn von dir. The keys. And then the gun. The keys and the gun. Just don't be afraid. If anything gets dangerous, you're faster than me. Lass dich einfach bloß nicht beißen, Süße. What should I get first? B. Get the gun, Pam. Always the gun. Ja, dann kann doch nichts. Nein. Get him! Na, warte, du! Get him! Komm schon! Watch out! Komm schon! Du bist keine Hilfe, Lee, du bist einfach keine Hilfe! Ach, oh, komm schon! Das ist doch alles nicht wahr! Fuß los! Oh Gott, dieses arme Kind! Was ist denn in sich doch, Mann? Wenigstens musste ich jetzt nicht zuschlagen. Nee. Ich heule hier gleich Rotz und Wasser, das ist ja alles so schlimm. I got him. Daumen hoch, alles gut. You can take care of yourself, see? No, not all the time. Yeah, you can. Don't worry. Wie soll sie denn alleine jetzt so durchs Leben kommen? Naja, mit uns geht's ja auch nicht. Also. Ja. Ich will ihr einfach alles Gute sagen, was man ihr sagen kann. I'm little. Our group is small. You're small. My parents. It's so horrible. I can't imagine. Also vielleicht sollten wir ihr noch sagen, dass am Zug die beiden warten. Vielleicht wäre das noch eine gute Idee, ihr das noch schnell zu sagen. Please don't be one of them. Please don't become a walker. It's only one thing you can do. You know that. I don't know if I can. Oh Gott! Ich will das nicht aussuchen. You have to shoot me, babe. Please, oh Gott. No. Das ist nicht okay. Nichts wird jemals wieder okay. Do you remember? Yeah, I do. When I went out to rescue that boy, Glenn, I met a girl. She'd been bitten too. All she wanted was to come back as a walker. Lee? And I remember how hard it was to do that. But I'm glad I did. You don't want to see me like one of them. Nein, das ist bestimmt. Okay, Lee. Entschuldigung. I aber sonst läuft es mir hier wirklich aus der Nase. Valdomir und Krista, they're outside of town, by the train. You remember how to get back there? Yes. So groß ist die Stadt ja, Gott sei Dank nicht. Hoffentlich merkt sie sich das. Gott, das arme Kind. Keep that hair short. I will. Das mit den I'll cut it myself. Great. Good. And I'll
also. Wollen wir den Leuten eine Pause antun? Nein. Nein. Oh Gott. What? What is it? No, don't worry. All right. I miss you. Ja. Natürlich. Me too. Hab dich lieb, Clem. Das kann sie doch nicht tun. Ist doch noch ein Kind. Doch. Ich weiß nicht, ob wir die Folge nochmal angucken kann beim Schneiden. Ich guck halt weg. Na, und nun? Das war's. Oh Gott. Ja, das war's gewesen. War extrem kurze Folge, ne? Ja, hättest du jetzt gerne mehr davon gehabt, oder was? Nein, nein. Remove these arm. 70% haben es gemacht. Fallout. Ja, sie haben mit Kenny die Geduld verloren. Disarmed. Disarmed wäre doch mal eigentlich die. Ja. Das hätte das erste heißen müssen. Gave up weapons. Ja, das haben auch mehr als die Hälfte, aber es war knapp. Killed Clementine's Captor. Wie hätte man den auch überleben lassen können? Stopped Lee from turning. Ja, gut. Auch mehr als die Hälfte. Aber es waren sehr, ja, sehr ausgeglichen, die unteren drei, ne? Also ja. Relativ nah beieinander. You ask him to kill his son. He was lost to the herd trying to save Krista. Shot herself and faced her son's death. Larry died in the meat locker at the dairy. Left her on the side of the road. Ne, das haben wir nicht wirklich gemacht. Nee. You were separated after you crossed the sign. Ja. Ja, das ist klar, das wissen wir. You dropped Ben from the bell tower. Ja, toll. Schön. You saved her life. Ich hasse, das ist doch scheiße, dass das jetzt nicht unsere Entscheidungen sind. Das kotzt mich so an. Dieses Spiel hat das so toll gemacht. Und dann hat es aber die Hälfte einfach nicht kapiert mit den Speicherständen. Das ist so absolut schlimm. Ja. Tut mir leid. You revealed your bite to her. You told her and Omi to meet. You asked her and Omi to find Clementine's family. Hm. Ja, danke. Danke, dass wir nochmal sehen durften. Boah, was für ein Monster von einem Spiel, oder? Ja. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich das alleine nicht als Let's Play gespielt hätte, dann hätte ich mich halt hingesetzt und hätte halt angefangen und hätte halt die Nacht durchgespielt, weil ich es einfach hätte wissen wollen, wie es weitergeht. Ja, absolut fesselnd. Das ist unfassbar. Also, dann hätte man vielleicht auch die ganzen Speicherprobleme, die man einfach nie hätte speichern müssen. Ich habe das ja auch vorher schon mitbekommen, dass es da diese ganzen technischen Makel hat und so. Dann hätte ich es einfach wahrscheinlich hintereinander weggespielt. Alles in allem hat das ja jetzt nicht mal 10 Stunden gedauert. Das kannst du dann einfach durchspielen, das Ding, wenn du mal einen Hardcore-Gaming-Tag machst. Also wirklich, also mit einer der unglaublich packendsten Geschichten überhaupt. Sowas so erlebt bisher in Spielen ist, also da kommen höchstens in den allerbesten Momenten mal die Mass Effect Spiele ran. Ja. Aber dann natürlich nicht so konzentriert, ne? Da hast du ja dann ein bisschen verteilt über. Ab und an mal eine Szene, ja. Da hast du dann 6 Stunden Spielzeit und dann kommt wieder so eine Szene. Aber hier ist in 6 Stunden Spielzeit schon 20 so eine Szene erlebt. Unfassbar. Ich dazu noch sagen. Also ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich weiß, dass wir manchmal ein bisschen viel gequatscht haben, aber wir mussten ja, also das klingt jetzt blöd, das ist nur ein Videospiel, aber das ist ja emotional doch ganz schön, das nimmt einen ja doch ganz schön mit. Und wenn man weiß, dass einem dann auch noch hunderte Leute dabei zuhören, wie man da mitgenommen wird, dann hat man halt auch die Übersprungshandlung und redet ständig.
vielleicht haben wir zu viel geredet, aber ich hoffe, wir haben es euch deswegen nicht versaut. Ihr seid ja dran geblieben, ihr guckt es ja bis zum Ende. Das hat es auch echt verdient, das Spiel. Also auf jeden Fall. Also empfiehlt, wenn ihr schon nicht den Kanal weiterempfehlen wollt, empfiehlt wenigstens dieses Spiel weiter. Also unglaublich. Nächstes Jahr sehe ich uns hier wieder sitzen, zweite Staffel. Auf jeden Fall. Kommt ja raus Anfang 2014. Oder Ende 2013, das wussten wir noch nicht genau. Also ist bald soweit. Wird das jetzt auch gerne direkt weiterspielen? Ja, das werden natürlich neue Charaktere, denke ich mal so. Ja. Vielleicht mit Clem, also vielleicht kommt die noch vor. Also, wobei es fast ganz geil wäre, wenn sie einfach was komplett Neues machen würden. Wieder eine. Ja, na, cool wäre es halt, wenn sie halt am Rande den alten, ein paar verbliebenen alten Charaktere. Wie heißt Lily, hieß sie, ne? Sie ist ja. Ja. Sie lebt ja eigentlich nicht woanders hingefahren. Ja, genau. Und Krista könnte man wieder nochmal unterbringen. Genau. Die Vernon-Gruppe. Genau, die jetzt mit dem Boot wechselt. Also so ein paar vereinzelt haben wir überlebt. Ich weiß nicht, auf der Farm hat vielleicht auch einen überlebt. Wir haben sie nicht beide getötet. Das stimmt. Also so den einen oder anderen Menschen gibt es noch, der da ist. Natürlich möchte ich eigentlich gerne wissen, wie es mit Clem weitergeht. Also das wäre schon. Ey, wenn sie richtig, richtig gut wären, dann hätten. Weil sie haben ja eng zusammengearbeitet mit den Serienmachern. Also auch wenn es jetzt auf dem Comic basiert, also, ja. Ne? Aber trotzdem kommen ja kamen am Anfang ein, zwei Leute vor aus der Serie, beziehungsweise auch aus den Comics. Wenn sie jetzt richtig geil wären, dann würden sie halt Clem in die fünfte Staffel oder so einbauen. Oh Gott, nein, nein. Clem, was ist mit dir? Das sieht nicht nach Zug aus. Ja, wo ist sie da? Clem, was machst du da? Oh Scheiße. Wer zur Hölle? Ja. Diese Arschlöcher. Ich hasse sie. Was passiert denn da jetzt? Nein! Das ist so gemein. Jetzt müssen sie es aber in der zweiten Staffel unterbringen. Ey, ganz ehrlich, das ist ja jetzt ein Monster von einem Cliffhanger. Wen hat sie denn da jetzt getroffen? Warum ist sie nicht zum Zug gegangen? Warum ist... Was? Ich habe keine Ahnung. Ich hasse diese Spiele. Ja, okay. Gut, dann sehen wir uns auf jeden Fall in der zweiten Staffel wieder. Wir müssen unbedingt wissen, wie es weitergeht. Ja. Entwickelt mal schneller, Telltale. Wir müssen aber noch ein Jahr warten. Aber es gibt ja genug, es gibt die Serien. Vielleicht lese ich ja sogar mal die Comics, weil ich bin ja eigentlich nicht so ein Comic-Fan, aber... Ja, ich habe ja jetzt mal angefangen. Unser lieber Freund Norbert, der ja auch hin und wieder mal mit uns spielt hier, der hat ja die Comics zum Teil jetzt. Er hat sich die ersten drei oder so Bände hat er sich gekauft. Jetzt auf Deutsch auch eigentlich. Weil ich habe die jetzt so gestern, als ich bei Thalia war, auf Deutsch alle rumliegen sehen. Dachte aber, auf Deutsch werde ich mir die jetzt nicht holen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Das hat er mir nicht erzählt, aber er meinte, ihm gefallen die Comics sehr gut. Am Anfang war er nicht so sicher, aber ihm gefallen die jetzt sehr gut. Besser als die Serie. Interessant und erstaunlich, habe ich das erste Mal gehört. Besser als die Serie ist schon, ist halt ziemlich, weil die Serie ist ja wirklich... Na, ist halt erstaunlich, weil ich oft gehört habe, dass die Serie halt vieles sehr viel richtiger macht und auch das Spiel vieles besser macht als die Comics, was ich interessant finde, weil es ja nun mal die Vorlage ist. Also das normalerweise sagt man immer, es kommt halt nichts an die Originalvorlage ran, aber offensichtlich haben sie es besser adaptiert zum Teil. Was fand ich jetzt überraschend, aber ich glaube, ich werde die Comics mir dann jetzt auch mal ausleihen von ihm und mal reingucken. Um ein bisschen auch die Zeit zu überbrücken. Und ich habe ja im Gegensatz zu den meisten Leuten da draußen noch anderthalb Staffeln vor mir, die ich gucken kann. Ja. Ja, schön. Okay. Wunderbares Ende. Ganz schön fies. Fieser Cliffhanger. Das heißt... Spielen. To be continued. Ja. Weiter bei uns klicken, empfehlen, liken, was auch immer. Ganz viel. Abonnieren. Wir freuen uns drauf. Weiter mit euch bei zusammen. Uns, ja. Genau, weiter mit euch zusammen. Ja, ganz viele neue Projekte. Und überhaupt. Und alte. Und alte. Alles. Alles. Bleibt einfach uns gewogen,
wir bleiben es euch auf jeden Fall. Und gute Nacht. Gut. Ich kann heute nicht schlafen, du weißt nicht, was das ist. Ich stelle die Folge um 8 rein, ne? Sodass du so mal, dass die Leute böse. Das direkt vorm Schlafen gehen gucken müssen. Du alter Sadist. Mach's gut. Tschüss.